Zu Beginn des Films spekuliert Hardin, dass die Welt eine Reihe von Erinnerungen ist, dass Tessa existierte, er sie aber verloren hat. Ihm wird klar, dass seine Liebesgeschichte mit Tessa ziemlich banal erscheint und auch bei den alten Griechen, Shakespeare und Bronte zu finden war. Ein gutes Mädchen setzt sich für ihre Unabhängigkeit ein, verliebt sich in einen bösen Kerl, der sie verletzt, findet aber die Kraft, zu vergeben und sich zu versöhnen. Hardin wird im Auto durch das Geräusch eines Zuges geweckt. Die Handlung spielt einen Monat nach den erwähnten Ereignissen aus dem ersten Film. Der Mann öffnet sein Telefon und sieht, dass Tessa seine Nachrichten, in denen sie ihn um ein Gespräch bittet, nicht gelesen hat, obwohl bereits ein Monat vergangen ist. Währenddessen nimmt die Heldin selbst ein Taxi, steigt eilig aus und rennt ins Büro. Als Tessa einen Typ im Aufzug bemerkt, bittet sie ihn, auf sie zu warten, doch die Tür schließt sich. In ihrem Herzen beschimpft die Heldin den Typen, als sich die Fahrstuhltüren öffnen. Trevor fragt, warum er beleidigt wurde, obwohl er versucht hat, den Fahrstuhl aufzuhalten. Tessa lügt, dass sie es nicht getan hat, was ziemlich seltsam erscheint. Außerdem berichtet die Heldin, dass sie es sehr eilig hat, zu dem Vorstellungsgespräch zu kommen und deshalb sehr nervös ist. Trevor scherzt, dass sie es bereits geschafft hat, einen Eindruck zu hinterlassen. Tessa beleidigt ihn erneut, aber mit leiser Stimme. Die Heldin wird im Verlag Vans freudig empfangen und will sie dem Besitzer Christian vorstellen. Der Mann telefoniert jedoch wütend mit jemandem, sodass Kimberly Tessa in das Büro begleitet. Die Frau entschuldigt sich für das Durcheinander und erzählt ihnen, dass sie viele Praktikanten bekommen, aber fast alle von ihnen am nächsten Tag gefeuert werden. Was die Heldin angeht, hat Kimberly jedoch ein gutes Gefühl bei ihr. Tessa erfährt, dass sie etwa 5 Manuskripte pro Woche lesen und daraus gutes Material auswählen muss. Alleingelassen, beginnt die Heldin, ihren Arbeitsplatz in Ordnung zu bringen und wird am Abend fertig. Danach macht sich Tessa an die Arbeit und ihr Nacht ist sehr ergiebig. Am Morgen wacht die Heldin auf und sieht Christian Vans ihr gegenüber. Der Mann ist erstaunt, dass Tessa in der Nacht 3 Manuskripte gelesen und eines davon zurückgelassen hat. Die Heldin erklärt nervös, dass ihr das Lesen Spaß gemacht hat und sie sich Sorgen macht, dass sie jetzt gefeuert wird. Christian bittet sie, ihre Sachen zu packen und ihm zu folgen. Tessa geht mit dem Mann zum Auto und beschließt, herauszufinden, wohin sie fahren. Christian, der neben Kimberly sitzt, erzählt ihr von einer Konferenz für digitales Publizieren, bei der sie ein paar zusätzliche Sponsorengelder bekommen können. Trevor flüstert der Heldin den Rat zu, nicht 2 Tage lang dasselbe zu tragen und empfiehlt ihr, öfter zu duschen. Währenddessen geht Hardin zum Tätowierer, um eine neue Zeichnung anzufertigen. Der Typ lehnt einen Drink ab und sagt, er mag den Schmerz. Christian und seine Begleiter schaffen es zum Hotel. Tessa erfährt, dass ihr Zimmer noch nicht fertig ist, woraufhin sie vom Hotel eine Suite geschenkt bekommt. Christian bittet Kimberly, mit der Heldin einkaufen zu gehen, um ein Kleid für den Abend zu finden. Eine Frau wählt ein Outfit für Tessa aus und beschließt, sie in ihrem Hotelzimmer zu schminken. Kimberly gibt zu, dass sie mehr als nur eine Arbeitsbeziehung mit Christian hat. Die Frau macht sich Sorgen, dass sie vergessen haben, Dessous zu kaufen und Tessas Sachen in der Wäsche sind. Die Heldin sagt jedoch, dass dies kein großes Problem sein wird. Auf der Party erzählt Trevor ihr, dass ihre Firma Jiang als Sponsor gewinnen muss. Bald darauf kommt ein Mann mit einem riesigen Cocktail auf sie zu und sagt, sie sollten sich betrinken. Während sich die betrunkene Tessa auf der Tanzfläche vergnügt, beschließt Hardin, eine Party zu besuchen, zu der Steph ihn einlädt. Dort beginnt ein ziemlich narzisstisches und selbstbewusstes Mädchen namens Molly sofort, den Typen zu belästigen. Auf der Tanzfläche beginnt die Heldin, sich mit einem fremden Typen zu umarmen. Für eine Sekunde denkt Tessa, dass Hardin vor ihr steht, woraufhin sie beschließt, ihn zu küssen und dann wegläuft. Hardin verliert die Beherrschung, als Molly ihm gegenüber immer wieder Andeutungen über nächtliche Spiele macht. Währenddessen beschließt die Heldin, ihren Typ anzurufen, um ihm mitzuteilen, dass sie umwerfend aussieht und er sie nicht einmal sehen kann. Hardin erkennt, dass Tessa betrunken ist, vor allem als sie schreit, dass sie gerade keine Unterwäsche trägt. Die Heldin legt den Hörer auf und stellt Trevor zur Rede. Tessa bietet an, auf ihr Zimmer zu gehen und Eis und Pommes zu bestellen. Als sie erfährt, dass der Typ keine Romane liest, nennt die Heldin ihn einen Wilden. Tessa sagt, dass Romane es ihnen ermöglichen, viele Leben zu leben. Lachend wirft die Heldin eine Serviette nach dem Typen, wodurch sein Hemd mit Wein verschmutzt wird. Trevor beschließt, sich im Badezimmer umzuziehen, als ein besorgter Hardin im Zimmer erscheint. Der Typ ist wütend, als er sieht, dass Tessa jemanden in sein Zimmer gebracht hat. Das Mädchen flirtet plötzlich mit Hardin und sagt, dass entweder er geht oder sie allein bleiben. Der Typ entscheidet sich für die letztere Option. Am Morgen erfährt Tessa,
dass sie dringend ins Foyer gehen muss. Die Heldin teilt Hardin mit, dass diese Nacht ein Fehler war und nichts bedeutet hat. Außerdem erzählt Tessa beiläufig, dass sie im Club einen Fremden geküsst hat. Hardin wird wütend und sagt, dass seine Tessa so etwas nie tun würde. Die Heldin schreit, dass es seine Tessa nicht mehr gibt. Um die Heldin zu verletzen, schreit Hardin, dass er letzte Nacht mit Molly zusammen war. In der Lobby spricht Tessa mit Trevor und erfährt, dass er ihren Ex-Freund kennt. Christian berichtet, dass Jiang zugestimmt hat, sie zu sponsern. Währenddessen versucht Hardin, mit Landon zu reden und ihm zu erklären, dass er das Mädchen liebt und wütend ist, dass er sie verloren hat. Außerdem gibt der Typ zu, dass er Tessa wegen Molly angelogen hat. Landon informiert die Heldin über all dies, während sie bei der Arbeit ist. Trevor schenkt Tessa ein Geschenk zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag. Es stellt sich heraus, dass die Heldin viel Geld für Taxis ausgibt, obwohl es billiger wäre, einen Gebrauchtwagen zu finden. Trevor berichtet, dass er das Auto gefunden und alles mit den Händlern geregelt hat. Tess wirft sich dem Typen um den Hals und küsst ihn aus Dankbarkeit. An ihrem Geburtstag nimmt die Heldin Landon mit und erfährt, dass Hardin zu seiner Mutter nach London geflogen ist. Tessa beschließt, dies zu nutzen, um Dinge aus ihrer alten Wohnung mitzunehmen. Auf dem Bett findet die Heldin Hardins Geschenk, ein E-Book, auf dem alle ihre Lieblingswerke geladen sind. Tessa weint, weil sie sich daran erinnert, wie sie und ihr Typ früher zusammen gelesen haben, als sie hier wohnten. Die Heldin ist gerade dabei, ihre Sachen zu packen, als sie die Tür aufgehen hört. Tessa versteckt sich und hört, wie Hardin vorschlägt, dass jemand ein Bad nehmen soll. Die Heldin kommt aus ihrem Versteck hervor und ist überrascht, die Mutter ihres Freundes zu sehen. Trish umarmt Tessa sofort und sagt, sie sei noch schöner, als Hardin sie beschrieben hat. Die Frau bittet um Entschuldigung und zieht sich für ein paar Minuten auf die Toilette zurück. Hardin entschuldigt sich dafür, dass er seiner Mutter nichts von der Trennung von Tessa erzählt hat. Der Typ wollte nicht ohne Tessa nach London fahren, und deshalb hat Trish beschlossen, selbst zu kommen. Die Heldin bedankt sich bei Hardin für das Geschenk und willigt ein, mitzuspielen und so zu tun, als wären sie zusammen. Trish erfährt von Tessas Geburtstag und bittet sie zu bleiben. Beim Abendessen spricht die Heldin über ihre Arbeit bei Vans. Trish erwähnt, dass sie nach ihrer Scheidung einige Jahre lang mit Hardin bei Christian gelebt hat. Der Typ sagt, er werde sich auf den Boden legen, damit Tessa in seiner Gegenwart nicht nervös wird. Die Heldin beschließt jedoch, sich gemeinsam hinzulegen, schließlich sind sie keine Neandertaler. Bevor sie ins Bett gehen, erzählt Tessa dem Typen von ihrem neuen Auto und ihrem Job. Hardin fängt an, die Heldin zu streicheln, und aus dieser Aktion entwickelt sich etwas mehr. Am Morgen bedankt sich Trish bei Tessa dafür, dass sie den Typen so glücklich gemacht hat. Die Heldin fährt zum Haus ihrer Mutter und trifft dort auf Noah, ihren Ex-Freund. Er erwähnt die Situation mit ihrem Vater und stellt fest, dass er ein Versehen begangen hat. Tessa erfährt von Carol, dass sie ihren Vater verjagt hat, als er nach ihr suchte. Die Heldin wird wütend, als ihre Mutter sie wegen Hardin kritisiert, und beschließt, zu gehen. Am Abend kehrt Tessa zu ihrem Typ zurück. Hardin hat einen Albtraum, in dem er sieht, wie seine Mutter als Junge missbraucht wurde. Am Morgen offenbart Trish, dass sie versucht hat, ihrem Sohn mit den bösen Träumen zu helfen, aber gescheitert ist. Deshalb hat Hardin angefangen zu trinken. Und dann erzählt der Typ, dass die Albträume nach dem Treffen mit Tessa verschwunden sind. Als er aufwacht, beschließt der Typ, der Heldin ein weiteres Geschenk zu machen, einen perfekten Tag. Tessa will Schlittschuhlaufen gehen, aber Hardin stürzt mehrmals und gibt dann zu, dass er zum ersten Mal auf dem Eis war. Die Heldin schlägt dem Typen vor, zum Yoga zu gehen, wo sie merkt, dass sie nach Hause gehen und mit ihm allein sein möchte. Die Duschspiele werden durch einen Telefonanruf unterbrochen. Kimberly bittet Tessa, auf den Sohn von Christian aufzupassen, während sie beide beschäftigt sind. Am Abend wird das Paar allein im Büro zurückgelassen. Hardin schenkt der Heldin ein Armband für das bevorstehende Weihnachtsfest. Im Gegenzug bittet er Tessa, ihm noch eine Chance zu geben. Danach wird das wiedervereinte Paar allein gelassen. Trish erhält einen Anruf von ihrem Ex-Ehemann Ken. Der Mann bittet sie, mit ihm und Karen in der Villa eine Weihnachtsfeier zu veranstalten. Trish willigt ein und nimmt ihren Sohn und Tessa mit. Nachdem er Familienfotos mit Landon gesehen hat, holt sich Hardin eine Flasche Wein und geht nach draußen. Ken erzählt seiner Ex-Frau von seiner letzten Hochzeitsreise. Hardin wird wütend auf seinen Vater und fängt einen Streit an. Der Typ kann nicht glauben, dass Ken sich schuldig fühlt, weil er in einer schwierigen Zeit gegangen ist und greift den Mann an. Trish ist wütend auf ihren Sohn und bittet ihn, Ken endlich zu verzeihen, sonst wird er sich selbst in den Abgrund reißen und damit auch Tessas Leben verderben. Die Heldin geht mit Hardin nach Hause, spricht aber nicht mit ihm.
Am Weihnachtstag kommt Tessa zur Arbeit und trifft dort auf Trevor. Die Heldin spricht über ihre Situation mit Hardin. Tessa liebt den Mann, erkennt aber, dass er noch eine Menge Probleme zu lösen hat. Trevor hat Mitgefühl mit der Heldin und erzählt ihr, dass er bald nach Seattle ziehen wird, da Christian beschlossen hat, ihn zu befördern. Schon bald versöhnt sich Hardin mit seinem Vater und kehrt zur Normalität zurück. Als Steff ihn zu einer Party einlädt, bietet Tessa an, gemeinsam dorthin zu gehen. Außerdem erfährt die Heldin, dass Christian möchte, dass sie und Hardin nach Seattle gehen, um dort zu arbeiten. Auf der Party verlässt Hardin Tessa und geht mit einem Mädchen namens Jamie nach oben. Die Heldin beschließt, mit Molly Wahrheit oder Aktion zu spielen, was in einem Handgemenge endet. Hardin nimmt das Mädchen mit nach oben, wo sie allein gelassen werden. Tessa geht ins Bad und der Typ sieht Nachrichten von Trevor auf ihrem Telefon. Ich freue mich darauf, Zeit in Seattle zu verbringen. Tessa sieht, wie Hardin mit Jamie über ein gemeinsames Geheimnis plaudert und gerät mit ihm in Streit. Tessa schreit, dass sie nach dem, was passiert ist, niemals einem Typen vertrauen kann. Am Morgen erkennt die Heldin, dass sie schuldig war und versucht, mit Hardin zu sprechen. Doch sein Telefon ist tot und Jamie bietet ihr an, es in ihrem Auto aufzuladen. Als der Mann zurückruft, versucht Tessa, nach dem Telefon zu greifen und wird in einen Unfall verwickelt. Hardin sieht das und eilt zu ihr hinüber. Landon kämpft mit dem Typ, weil er glaubt, dass er an dem Vorfall schuld ist. Trevor bittet Hardin, die Heldin gehen zu lassen. Typ fliegt nach London und zertrümmert sein Telefon. Hardin beschließt, mit dem Trinken aufzuhören, und Trish bittet ihn, seinem Vater endlich zu verzeihen. Außerdem will die Frau, dass Typ zu Vans Party fliegt, auf der auch Tessa sein wird. Auf der Party bekommt Kimberly schließlich einen Antrag von Christian. Hardin versöhnt sich mit Tessa und lässt sich ihr zu Ehren ein Tattoo stechen. An dieser Stelle endet der Film. Wenn Sie den dritten Film dieser Geschichte sehen möchten, erwarte ich 100 Likes unter dem Video. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Geben Sie diesem Video ein Like. Schreiben Sie in den Kommentaren, was Sie von diesem Film halten, und wir sehen uns in neuen Videos.